Hallo Cars-Fangemeinde, heute möchte ich mal die Gelegenheit nutzen und euch ein weiteres Mitglied der Take-Flight-Familie vorstellen, und zwar ist das der Fliegerhook oder auch auf Englisch den Aviator Mater. Den packe ich jetzt mal aus und dann schauen wir uns den mal näher an. So, hier ist der Hook jetzt mal ausgepackt. Das Modell ist im Maßstab 1:55, besteht aus Metall und Kunststoff und der Hersteller ist Mattel. Die Anbauteile sind zum größten Teil aus Hartplastik, wie zum Beispiel jetzt die Tragflächen, der Haken, der Propellerhalter, also wo der Motor drin sitzt, und der Propeller selber. Die Brille ist auch aus Hartkunststoff. Die Gläser bestehen auch aus transparentem Kunststoff. Die Lederkappe ist aus Gummi, sowie das hintere Leitwerk ist aus Gummi. Der Propeller lässt sich drehen. Die Räder sind auch frei beweglich. Ist insgesamt ein ziemlich gelungenes Modell. Die Verarbeitung ist wiederum nicht ganz so gut wie bei seinen Take-Flight-Kollegen. Hier hat man ein paar Leimkleckse drauf. Aber ich denke mal, das kann man schon tolerieren, weil das Modell insgesamt wirklich sehr gut gelungen ist. Schauen wir es uns nochmal von unten an. Also es ist wirklich ein sehr schönes Modell. Im Anschluss jetzt an das kleine Video könnt ihr euch das Modell wieder genauer anschauen. Ich verabschiede mich schon mal, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Vergesst mir bitte das Abonnieren nicht und danke fürs Zuschauen.